Wir sind Romeo und Pauline. Wir freuen uns jetzt auf einen Mann mit vielen Muskeln. Wir begrüßen Mike Heiter. Mike Heiter ist ein Influencer. Das ist ein Beruf, bei dem man ganz enge Kleidung anzieht und sich dann fotografiert. Er ist berühmt, weil er im Fernsehen bei Love Island mitgemacht hat. Das ist eine Sendung im Fernsehen, bei der Erwachsene mit ganz vielen Muskeln an einem Pool sitzen und sich streiten. Hi, ihr beiden. Hallo. Mike. Na, hallo. Mike. Oh, doch, auf so einem großen Stuhl, ne? Was ist dein Beruf? Mein Beruf? Ich bin Reality-Star. Influencer. Was ist ein Reality-Star? Reality-Stars sind vor der Kamera und zeigen, wie sie drauf sind. Woher kennt man dich im Fernsehen? Mich kennt man von verschiedenen Shows. Sommerhaus der Stars oder Dschungelshow, Love Island. Was ist das? Love Island? Ja. Da ist man auf einer Insel, in einer Villa. Oh, schön. Und da sind Frauen und Männer. Die einen verstehen sich richtig gut. Wird da auch geküsst? Da wird auch geküsst, ja. Und dann mag man sich richtig, wenn man sich dann küsst. Hast du da geküsst? Bestimmt. Vielleicht. Kann sein. Wir gucken uns mal deinen Beruf mal an. Oh. Look, show up, show up. Back out, hold up. Verdienst du Geld damit? Damit ja. Jetzt? Ja. Mit den Videos? Hm? Nee. Also meine Eltern bekommen ein Gehalt. Was bekommst du dann am Ende des Monats? Oh, ist unterschiedlich. Was bekommst du für ein Foto? Wahrscheinlich schon so viel, wie manche im einen Monat verdienen. Machst du auch Werbung? Ja, Werbung sieht man ja überall. Wir gucken uns das mal an. Oh, mal gucken wir jetzt an. Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und zwar geht's einmal um diese Kappe hier. Ihr seht schon, das echt Gold ist richtig wieder am Glänzen hier. Und das ist auch immer geil, wenn man die auf hat und irgendwo sitzt und man bewegt seinen Kopf, scheint das richtig ins Auge. Und wo gibt's schon Sachen mit echt Gold drauf? Gibt's nicht. Warum ist da Gold drauf? Weil es was Besonderes ist. Wie teuer ist sie denn? Die kostet 299 Euro. Wie bitte? Ja. Du machst ja auch Werbung für Zigaretten, nicht wahr? Für Zigaretten? Nein. Nicht für Zigaretten? Guck mal. Oh, die sehen richtig lecker aus. Oh, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, kann sein, dass ich das nicht bin. Also, wenn du dafür Werbung machst, soll ich dir dann auch mal ausprobieren? Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Boah, mach das nicht. Zigaretten nicht ausprobieren. Schmeckt nicht gut. Du magst sie doch auch. Ja, ich mag die. Aber macht ihr das nicht? Wir gucken uns mal ein Foto an. Ja? Oh. Was bedeutet der Spruch? People only throw share on what shines. Was bedeutet das für dich? Was wollte ich damit sagen? Das Leben ist schön, glaube ich. Wollte ich damit sagen. Okay. Du kommentierst ja viel bei anderen Influencern. Ja, ja. Das ist Lukas. Den Lukas. Aus der 3B. Der Lukas aus der 3B. Was kann man da drunter schreiben? Da kann man unterschreiben. Da würde ich auf jeden Fall eine Rakete kommentieren. Eine Rakete. Weil er ist eine Rakete. Der schubst mich aber. Echt? Ja, dann
dann Rakete jetzt nicht. Was denn sonst? Ja, wenn nicht Rakete, dann Daumen hoch. Schönes Foto, Bro. Dann Daumen hoch. Wie viel Kilo drückst du? Wie viel Kilo ich drücke? Ja, so 120 Kilo bestimmt. Wow. Bei dem Thema kenne ich mich aus. Wie viel drückt Angela Merkel? Angela Merkel? Ich denke, die wird so 30, nee, so 25 Kilo so schaffen. Denke ich. Oh. Guck mal, das Bild. Oh. Ja. Was ist das für ein Tattoo? Das Tattoo? Ja. Das ist Abendmahl. Warum hast du das? Ich find's schön. Auch. Ja, ist halt schon eine große Was Bedeutung. Was bedeutet das? Das Abendmahl? Das ist ja das letzte Abendmahl von Jesus. Ne? Er hat ja gesagt, ich gebe euch all mein Brot, Wein, alle. Und so gesehen, letzte Abendmahl. Und die Message dahinter finde ich richtig cool, da er allen anderen gibt, ohne irgendwas dafür zu verlangen. Also eine gute Tat. Glaubst du, Jesus findet das gut, dass du das Tattoo hast? Das ist eine krasse Frage. Ich denke schon. Ich unterstütze ihn, ja. Kann ich eine Mütze haben? Ja. Willst du sie haben? Mit dem Gold? Willst du eine haben? Ja. Ja, kriegst du. Ich auch. Okay, kriegt ihr beide. Ich will zwei. Zwei, okay. Dann kriegst du zwei. Danke. Gerne. Du darfst jetzt gehen. Okay, dann. Vielleicht können wir mal zusammen pumpen. Ja, gerne. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Stabil, Bro. Klar.